What's up, Sam Primus Family? Happy Welcome zu einem neuen Stadion-Vlog. Guten Morgen hier aus meiner lovely City Berlin, die ich jetzt leider verlassen muss, für Fürth. Es ist unfassbar. Wir fahren nach Greuther Fürth und gucken uns endlich mal ein Spiel in Fürth an. Und ich freue mich mega drauf, denn heute spielt Greuther Fürth gegen den HSV. Und wir sind live dabei. Lasst uns losfahren. Ich muss schnell meine Bahn bekommen. Und dann werde ich später aus Fürth nochmal berichten. Let's go. Ich habe meinen Platz gefunden hier in der Bahn. Ich liege hier so ein bisschen. Und fahre jetzt einfach nach Nürnberg. Also es läuft alles nach Plan. Richtig geil. Es ging nicht mehr, deswegen stehe ich jetzt hier im Bordbistro. Ich finde es super cool, wie es hier in der Bahn abläuft. Hier waren auch sehr, sehr nette Zugschaffnerinnen, die gesagt haben, wenn es gar nicht geht, kann ich auch in die erste Klasse. Aber ich habe gesagt, das klappt schon. Also wirklich, ich muss heute sagen, Respekt an die Deutsche Bahn. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr nett alles hier. Leute, angekommen in Nürnberg, jetzt geht's nach Fürth. So, ich möchte wenigstens einmal Hallo Nürnberg sagen, bevor ich nach Fürth fahre. Hier dann erinnert ihr euch, vor 2 Wochen war ich ja gerade in Nürnberg gegen den FC St. Pauli. Kann ich hier oben einmal einblenden. Könnt ihr euch auch mal den Stadion-Vlog angucken. Jetzt fahre ich aber nach Fürth. Und es ist schon lustig, in Nürnberg war ich noch nie. Da habe ich Nürnberg gegen St. Pauli gevloggt und jetzt vlogge ich Fürth, also der Konkurrent von Nürnberg, gegen den HSV, den Konkurrenten von St. Pauli. Es ist, Fußball schreibt eigene Geschichten, sogar im Vlogging. Also, let's go. Fürth, hinter mir sind HSV-Fans, aber boah, der erste Anblick in Fürth ist nicht so geil. Mal gucken, was gleich noch so zu sehen ist. Das ist Fürths Innenstadt, glaube ich. Sieht wieder ganz cool aus, so ein bisschen erinnert mich das wirklich an Nürnberg. Ist ja eigentlich auch, ja, Nürnberg, so. Wir fahren mal da ein bisschen weiter. So, hier auch nochmal richtig schön. Also ich liebe solche Gebäude. Die sehen so ein bisschen mittelalterlich aus. Und hier ist das Stadttheater Fürth. Bitteschön. So, und da kann man sich auch ganz entspannt hinchillen. Ja, ich will jetzt aber zum Stadion, Leute, sorry. Ich muss zum neuen Stadion. Ich war da noch nie. Sensation für Fan Primus. Ich bin das erste Mal in Fürth. Da vorne seht ihr das Stadion. Boah, von außen. Aktuell, nimmt mich nicht gleich hier auseinander, aktuell eine, ja, 0 von 10. Aber wir gucken, wie es drinnen ist. Mal schauen. So, da könnt ihr sehen. Sportpark Ronhof. Thomas Sommer. Wahnsinn. So sieht das hier aus vorm Stadiongelände. Da ist die Haupttribüne, da werde ich gleich sitzen. Okay, schaut mal selber. Das Stadion ist schon maximal komisch irgendwie. Da hinten ist alles komplett Blech, komplett zu. Dann kommt hier, glaube ich, so eine Haupttribüne. Und dort ist nichts verkleidet. Also, das sieht einfach komplett unsymmetrisch aus. Aber vielleicht ist das auch gerade der Flair hier in Fürth. Wir gehen mal rein. Schaut euch das mal an. Das sieht echt richtig geil aus. Lass mich mal gucken, was ist. Nee, kein Trinkwasser, aber sieht sehr, sehr nice aus. Okay, Leute, Fürth hat eindeutig Hannover übertroffen. Hier gibt es gar keine Beschilderung. Hier musst du einfach wissen, wo du sitzt. Aus dem Kopf. Leute, schaut euch mal diese Graffitis, ja, die sind richtig nice. Hier haben wir eins. Da haben wir das, ich weiß nicht, was da steht. Ich kann das nicht entziffern, Leute. Aber dann haben wir hier noch mal eins. Also einfach sehr, sehr geile Graffiti. So, hier auch noch mal ein richtig krasses Graffiti. Also dieses hell-dunkelgrüne ist richtig nice zusammen, finde ich. Da hinten geht es gleich zum Stadion rein. Aber ich esse erstmal jetzt meine Pommes. Und habe natürlich auch meinen Becher mit. So, wen sehen wir da? Den Mannschaftsbus von Greuther Fürth. So, und der HSV-Bus ist auch am Start. Fährt jetzt gleich hier rein.
Da haben wir jetzt beide Mannschaften mal gesehen hier. Oh, guck mal hier, das Maskottchen von Fürth ist auch am Start. Die ersten Schritte in Fürth. Schaut euch das Stadion an. Ich bin wirklich da. Ich bin in Fürth. Und jetzt kommt das Geilste. Und da muss ich wirklich Fürth ein ganz, ganz großes Lob aussprechen. Warte mal kurz. So. Ich muss ein richtig großes Lob an die Fürth Securities aussprechen. Ich habe ja das Problem, dass ich 14 Tage leider nicht sitzen darf. Und die haben mir einfach gesagt, okay, wenn es der Fall ist, stell dich hier hin und guck mal bitte, was für einen geilen Platz ich habe. Ich darf hier komplett stehen oder halt hier stehen und habe einfach alles richtig geil im Blick. Vielen, vielen Dank, Fürth. Ihr habt jetzt schon mein Herz erobert. So, jetzt nochmal auf entspannt. Das ist die Fürth-Kurve, da sind die Heimfans. Diese Stadt und ihr Verein werden immer unsere Liebe sein. Geil, dann hat man dort Sitzplätze. Hier hinter mir ist die Haupttribüne, hier über uns. Und da hinten sieht man die Gästefans, die Hamburger. Von innen, finde ich, ist es wieder ein geiles Stadion. Solche Stadien liebe ich einfach, die irgendwie jede Tribüne anders haben. Guck mal, da ist so ein Welldach. Da ist ein glattes Dach, ein bisschen größer. Die Tribüne ist noch mal größer und hinter uns ist die größte Tribüne. Also das ist auch wirklich Wahnsinn. Viele Grüße an Nico Hildebrandt, meinen Kollegen, mit dem ich zusammen, ich glaube, die B-Lizenz gemacht habe im Trainerstab. Ey, wie cool ist es, dich bitte hier auf dem Platz zu sehen. Ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Ganz liebe Grüße, mein Lieber. So, jetzt sind auch die HSV-Spieler auf dem Platz, wobei die Torhüter erst. Hamburg macht schon mal richtig gute Stimmung. Ich bin gespannt, wie es das Spiel über sein wird. Und ich bin vor allen Dingen auf diese Herrschaften gespannt, wie es hier zu Hause ist. Also, hoffentlich reißt ihr ab heute. Wird lautstark aus dem Block die Mannschaft angefeuert. Ich glaube, dort wird heute richtig gute Stimmung sein. Die sind auf jeden Fall ready. Jetzt ist wieder die Frage aller Fragen, wird der Auswärtsflug heute den HSV treffen? Ich persönlich glaube nicht. Ich glaube, das wird ein knappes 2:1 für den HSV. Aber ihr wisst, wenn ich im Stadion bin, ist keine Auswärtsmannschaft davor gerettet. So, Kräuter Fürth kommt jetzt auch endlich mal auf den Platz. Deutlich später als der HSV. Happy Welcome! So, also in Fürth wird auch die gegnerische Hymne gespielt. Finde ich super. Sehr, sehr cool. So, die Fürther machen sich auch ready fürs Game. Ein wirklich ganz bewegendes Leben, das er auch jetzt hören wir uns das mal an. So tragisch geendet hat. Die Bedeutung von Julius Hirsch, die wäre schlecht für die Zukunft. Und was ist denn besonders wichtig? Warum sollte die Familie und solche Menschen erinnern? Solche Menschen sollten. Also, die können definitiv auch Stimmung. Cool. Sehr geil. Heute führt Hymne, Leute. Endlich geht's los, Leute. Heute führt gegen den HSV. Let's go, zweite Bundesliga. Auf geht's. In den Endspurt der Saison. Ich wünsche euch wieder einen richtig geilen Stadionblock. Viel Spaß, Leute. Es geht los.
letzte Anfeuern der Mannschaft. Auf der anderen Seite genauso. So, let's go. Also von da kommt auf jeden Fall Stimmung. Also meines Erachtens ist Greuther Fürth einen Tick besser ins Spiel gekommen. Haben jetzt doch mehr Chancen als der HSV. Oh, der Schiri spielt mit. Gefällt mir sehr die Stimmung hier in Fürth. Super coole Fanszene, sehr cooles Stadion, also es bringt wirklich Spaß hier. So Leute, es ist Halbzeit, es steht 0:0. Ey, ich schwör's euch, ich kann nicht mehr stehen. Ich kann einfach nicht mehr stehen. Gestern den ganzen Tag gestanden, im Stadion gestanden, dann kurz im Hotel übernachtet, heute die Zugfahrt gestanden. Seit 7 Uhr morgens stehe ich, ey, ich habe überall Schmerzen. Und gleich geht's auch noch 6 Stunden zurück nach Hamburg. Da werde ich auch immer noch stehen. Das ist crazy. Ich bin einfach froh, wenn ich irgendwann nur noch zu Hause ins Bett falle und einfach nur liege. Mehr nicht. Die zweite Halbzeit beginnt. Greuther Fürth kommt jetzt wieder auf den Platz. Und dann schauen wir mal, ob hier mal Tore fallen. Bisher ist ja der Auswärtsflug immer noch da. Und guck mal, was für einen schönen Becher ich bekommen habe. Einfach geil.
So, jetzt vielleicht eine Chance für Greuther führt. Oh, 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 oh. Also ich muss sagen, dass Greuther Fürth deutlich besser aus der Halbzeit rausgekommen ist und schon sehr viele Torchancen hatte. Zurzeit sieht es danach aus, dass Greuther Fürth eher das Tor macht. So, Eckball für den HSV. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, schon wieder so eine kurz ausgeführte. Warum machen die Mannschaften das? Das bringt nichts. Das prophezeie ich in jedem Video, Leute. Guckt euch die Vlogs an, Alter. Also stimmungstechnisch kommt von beiden Seiten richtig viel. Sowohl von den Fürthern als auch da von den Hamburgern. Stimmungstechnisch geil. Auf dem Platz wird es wieder so ein bisschen so ein Mittelfeldspiel. Jetzt natürlich nach dem Tor noch geiler. Aber kam auch wieder einfach drauf gehämmert. Wahnsinn! Also spannend wird es auf jeden Fall die letzten 10 Minuten. Fürth will den Punkt auf jeden Fall sichern. Und der HSV will unbedingt 3 Punkte mitnehmen. Das wird hier noch ein Kampf. So Leute, es tut mir wirklich sehr leid. Es ist gerade so spannend. Aber ich muss gehen, weil sonst kriege ich meine Bahn nicht. Und dann kann ich hier in Nürnberg oder in Fürth übernachten. Es tut mir leid. Ich hoffe, dass nichts mehr passiert. 4 Minuten Nachspielzeit gibt es noch. Ich hoffe, dass nichts mehr passiert. Sonst blende ich euch das irgendwie ein.
Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, dieser Vlog war auch cool für euch. Und wenn es euch gefallen hat, denkt bitte dran, liken, kommentieren, abonnieren. Und vor allen Dingen, Leute, wir machen montags, mittwochs und freitags Twitch. Also kommt live auf Twitch, 20 Uhr jeden Montag, Mittwoch und Freitag. In dem Sinne, euer Fanprimus, bye bye aus Fürth. Vielen Dank an die Fürther, das war wunderbar bei euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.